Du möchtest auch Star Wars auf deinem Windows 10 Rechner gucken? Dann bleib bis zum Ende dran, denn ich werde dir in diesem Video vier coole und geheime Easter Eggs in Windows 10 zeigen. Viel Spaß! Fangen wir mit dem ersten Easter Egg an. Normalerweise sind die Fenster bei Windows weiß, aber das können wir ganz leicht ändern mit diesem Trick. Dafür musst du in die Einstellungen und dort auf Personalisiert drücken. Jetzt wählst du Farbe in der Leiste aus und scrollst ein bisschen runter. Jetzt kannst du die Farbe ändern, von weiß auf schwarz. Wir kennen es doch alle. Man hat sehr viele Fenster offen und möchte nicht alle schließen, um zu einem zu gelangen. Dann habe ich hier die Lösung für dich. Und zwar kannst du einfach die Taste Alt mit Tabulator drücken und du wirst eine Übersicht über alle deine Fenster bekommen. Natürlich kannst du auch die Tastenkombination Windows Tabulator nutzen. Im vorletzten Easter Egg geht es um einen geheimen Modus. Dafür gehst du wieder in die Einstellungen und wählst System und Updates aus. Jetzt gehst du in den Reiter Aktivierung und drückst 5-mal auf Windows. Jetzt wird eine Nachricht kommen, mit der du in den Modus wechseln kannst. Wichtig dabei ist nur, dass der Computer zurückgesetzt wird. Jetzt wird es um Star Wars gehen. Um dieses Easter Egg zu aktivieren, gehst du in die Einstellungen und klickst auf Apps. Nun findest du auf der rechten Seite die Fläche Apps und Futures, auf welche du drückst. Nun müssen wir auf der linken Seite den letzten Link auswählen und runterscrollen, bis wir zu Telnet gelangen. Den Ordner musst du aktivieren und wählst OK aus. Jetzt schließt du alle Fenster, die du offen hast. Zuletzt öffnest du die Eingabeaufforderung. Als letztes musst du diesen Befehl eingeben, den ich dort eingeben werde, und kannst Star Wars gucken. Danke fürs Zuschauen. Für mehr solche Videos lasst doch ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!